Hallo zusammen und willkommen zurück von der Berlin Brettspielcon 2017 immer noch mit Corax Games und diesmal mit gleich zwei Spielen. Wir fangen mal an mit Not Alone oder um genau zu sein mit der Erweiterung. Ich muss direkt dazu sagen, Not Alone ist für mich ja eines meiner Favoritenspiele, also mein Lieblingsspiel wirklich der letzten Jahre und deswegen auch die Erweiterung etwas, auf das ich mich sehr, sehr freue, auch wenn ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen bin, mich da irgendwie zu informieren. Aber dafür habe ich dich ja da. Vielleicht kurz erst mal für die, die Not Alone gar nicht kennen. Um was geht es denn bei Not Alone? Also Not Alone ist ein asynchrones, kooperatives Spiel. Die Geschichte ist so, dass mehrere Spieler Astronauten repräsentieren, die auf einem fremden Planeten gelandet sind und dort nach und nach mitkriegen, dass dort irgendwie ein Wesen anwesend ist. Einer der Spieler ist dieses Wesen. Alle Spieler wissen, wer das Wesen ist und der Rest ist halt Astronauten. Und das Wesen möchte halt die angekommenen Astronauten assimilieren. Wenn es das halt schafft, hat das Wesen gewonnen. Und die Alternative ist, dass die Astronauten, die einen Notruf abgesendet haben, einfach die Zeit so lange überleben, bis der Rettungstrupp da ist und sie abgeholt werden können. Genau, das ist, glaube ich, auch hier diese Leiste. Genau. Entweder das Monster assimiliert sie und kommt hier an, genau. Oder das Raumschiff kommt hier irgendwann an. Genau, also das Ziel ist für beide dieses Feld mit dem Stern, nur dass die Astronauten ein bisschen einen weiteren Weg haben als das Wesen. Genau. Und typischerweise sieht es im Grundspiel und Erweiterung ähnlich aus. Also es befinden sich 10 Orte auf dem Planeten, wovon aber in der Erweiterung erstmal nur 5 offen ausliegen. Jeder Spieler hat diese 5 Orte als Deck auf der Hand und sucht sich am Anfang der Runde einen Ort aus, den er besuchen möchte. Im Zwei-Personen-Spiel wäre das jetzt halt nur ich und ich würde einfach irgendeine Karte nehmen und die hier hinlegen. Du als Wesen würdest einen deiner Assimilierungsmarke nehmen und irgendeinen Ort besuchen, wo du denkst, da könnte ich mich befinden. Da bist du doch sicher. Ich glaube, in der dritten Phase würde natürlich der Ort aufgedeckt werden. Das ist der Nachteil, wenn ich hier hinter dir sitze. Ja. Und die Variante wäre jetzt, wenn du mich gefangen hast, muss ich einen meiner Willensmarke abgeben. Man hat am Anfang 3 davon. Ich würde schon mal einen los sein. Und der Assimilierungsmarke würde ein Feld in Richtung Ziel vorwandern. Wenn ich jetzt nicht geschummelt hätte und ich wäre vielleicht nach da gegangen, was wäre denn dann passiert? Dann würde ich die Funktion dieses Ortes auslösen. Und ähnlich wie im Basisspiel sind die Funktionen aber doch ein bisschen anders. Die Kuppel in dem Fall würde heißen, dass der Schildmarker, der hier auf dem Einzelfeld startet, ein Feld in Richtung Kuppel wandert. Irgendwann erreicht er vielleicht die Kuppel. In dem Moment wird der Assimilierungsmarker ein Feld zurückgeschoben. Und der Schildgenerator startet wieder von vorne. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit, einfach die Aktion der Karte zu nutzen. Genau, und ich glaube, diese Orte sind ja so ein bisschen auch das Wesentliche. Also, wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe schon mal ein bisschen von hier gespickt, sind die Orte allesamt neu in der Erweiterung. Richtig, also es sind 10 neue Orte dabei, die man beliebig mit denen des Grundspiels kombinieren kann. Es ist halt immer nur wichtig, dass jeder Ort von 1 bis 10 einmal dabei ist. Ich kann natürlich nicht 2 Achten mit dabei haben, weil sonst weiß das Wesen ja gar nicht, wo es hin soll. Genau, wenn du willst, können wir die Orte mal kurz durchgehen? Ja, lass uns einmal kurz so nach und nach durchgehen. Hier haben wir den Nexus. Also der Ort 1 sagt einfach, ich kann irgendeine Funktion der Orte 2 bis 5 kopieren und nutzen. Wenn allerdings das Wesen mich genau dort findet, geht der Assimilierungsmarker nicht nur einen Schritt nach vorne, sondern sogar 2. Also es ist ein sehr riskantes Feld. Das klingt jetzt erstmal noch sehr ähnlich zur Höhle. Ein bisschen, ja, aber es ist schon ein bisschen anders. Ja. Dann der zweite Ort. Der zweite Ort sagt, dass ich diese Oase wieder zurück auf die Hand nehme und für jeden abgegebenen Willensmarker, den ich schon nicht mehr habe, eine zusätzliche Karte wieder auf die Hand nehme. So komme ich halt schneller wieder an Karten zusammen und überbrücke die Zeit, die mein Hilfstrupp braucht, um wieder. Und da kann man so ein bisschen dieses Risiko, man hat jetzt weniger Willensmarker, wieder ausgleichen. Genau. Sozusagen. Ja. Genau. Dann haben wir als nächstes den Fjord. Der Fjord ist ganz schön tricky. Der triggert erst in der nächsten Runde. Das heißt, in der Phase 1 der nächsten Runde lege ich meine verdeckte Karte aus und darf mir von meinem Ablagestapel einen zusätzlichen Ort offen daneben liegen. Aber erst in Phase 3, nachdem das Wesen seinen Marker gelegt hat, entscheide ich mich, an welchen der beiden Orte ich gehe. Das heißt, das Wesen hat zwar offen zu sehen, wo ich hin könnte und einen verdeckten Ort, wo es nicht weiß, wo es ist, aber ich entscheide mich erst danach, wo ich denn überhaupt hin will. Mhm. Das ist ein ganz interessanter. Die Kuppel hatten wir schon erklärt, dann kommt das Labyrinth. Und das Labyrinth ist einer der wesentlichen Unterschiede zum Grundspiel, weil man dort im Ort 5 ja einfach die anderen Orte als Karten dazu bekommen konnte. Jetzt muss man die Orte erstmal entdecken, deswegen heißt es auch Exploration-Erweiterung. Also man muss erstmal finden, wo die Orte denn sind. Wenn ich diese Funktion nutzen kann, dann nehme ich mir einen dieser verdeckten Karten, die sind wirklich gemischt, die Karten 6 bis 10, und sage, ich erkunde jetzt diesen Ort. Und da hätte ich jetzt 10 das Portal gefunden. Und jetzt entscheide ich mich, möchte ich die Funktion dieses Ortes einmalig nutzen
oder nehme ich diese Karte 10 auf meine Hand. Ah ja, das heißt, ich habe zwar nicht mehr den Vorteil, dass ich mir aussuchen kann, welcher Ort, aber ich kann gegebenenfalls den Ort einfach nutzen, ohne ihn extra auf die Hand genommen zu haben. Genau, weil ja bei mehreren Spielern auch gar nicht genügend Karten da sind für alle Spieler und so kann trotzdem ein Spieler, wenn alle Portale schon weg sind, trotzdem noch die Funktion des Portals prinzipiell aktivieren. Selbst wenn es schon entdeckt wurde, kann ich sagen, ich nutze die Fähigkeit dieses Ortes einmalig. Dann springen wir doch direkt mal zum Portal, die Nummer 10. Ich kann eine weitere Ortskarte aus meiner Hand ausspielen und wende ihre Eigenschaft einfach sofort an. Also als ob ich mich woanders hin teleportiere und eigentlich gar nicht auf dem Portal stand, sondern irgendwo anders, nachdem ich weiß, wo das Wesen seine Marker platziert hat. Und dann gehen wir einfach mal rückwärts weiter mit den Pilzen. Ich kann eine Überlebenskarte ziehen. Also ich habe ja hier wie im Grundspiel weitere Überlebenskarten, da kommen auch welche dazu, die mich als Astronaut unterstützen, gegen das Wesen anzukämpfen. Oder ich kann zwei bereits abgelegte Willensmarker auf dem Track platzieren und immer wenn der Marker hier ankommt, entscheide ich unter der Gruppe, wer diesen Willensmarker bekommen soll. Den Pol haben wir als nächstes. Der Pol ist interessant, weil der ist nur einmal im Spiel. Also kann nur ein Spieler haben und ich kann ihn nutzen, wenn ich einen Willensmarker abgebe, diesen Rettungsmarker um zwei Felder nach vorne zu setzen. Oh. Dafür kommt er aber wieder zurück in die Auslage und muss erstmal neu beschafft werden. Ah, man muss ihn erstmal wieder neu finden. Und kann nicht kopiert werden. Also das ist schon, ist mächtig, aber selten und aufwendig. Sind wir auch schon fast durch, noch das Archipel. Das Archipel ist, dass ich halt eine Überlebenskarte ziehen darf und wenn ich maximal zwei Ortskarten noch auf der Hand habe, bekommt irgendein Gejagter meiner Wahl einen Willensmarker zurück. Und als letztes noch die Mangroven. Mangroven ermöglichen mir, meine gesamten Ortskarten von der Hand gegen die von meinem Ablagestapel auszutauschen und die Mangroven wieder mit auf die Hand zu nehmen. Also kann ich das Wesen schon ein bisschen kompliziert machen. Also es ist auf jeden Fall auch so, dass man so ein bisschen sich wiederfindet. Also die Orte sind auch schon ähnliche Arten von Funktionen, aber es ist jeweils irgendwie entweder ein neuer Twist oder auch wirklich eine neue Funktion dabei. Genau. Ja, du hattest auch gesagt, es gibt noch neue... Es gibt einige neue Rettungskarten, die haben wir jetzt hier noch als Promo. Können ja mal ein Beispiel rausnehmen, genau. Zum Beispiel hier, sammelt euch alle Gejagten, die vom Wesen erwischt wurden, nehmen die Ortskarte des Ortes zurück, an dem sie erwischt wurden. Das heißt, man wird vermutlich zwar immer noch erwischt, aber zumindest kriegt man die Karte zurück. Genau. Und gibt es dann auch für die Monster neue Karten? Für das Wesen gibt es natürlich auch neue Karten, da haben wir jetzt zum Beispiel die Intuition. Ziehe drei Jagdkarten, spiele eine davon in diesem Zug und wirf die anderen beiden ab. Also kann ich mir einfach noch mehr Auswahl zurechtlegen. Sehr gut. Und das ist sozusagen, das ist dann die Erweiterung. Es gibt die neuen Orte, es gibt die neuen Karten für die Piloten, für die Astronauten sozusagen. Genau. Und die neuen Karten für das Monster. Genau. Okay, sehr schön. Das ist aber auch nicht das einzige Spiel, was du mit dabei hast. Wir haben hier noch ein weiteres, Half-Pint Heroes. Worum geht's da denn? Half-Pint Heroes ist ein Stichspiel mit Poker-Elementen. Sind ganz kurz ausgedrückt, können von 2 bis 7 Spielern gespielt werden. Und ja, wer Stichspiele kennt, wird hier einiges wiederentdecken, aber auch einige neue Twists sehen. Also Karten sind 65 Stück. Ich habe 5 Farben, Rot, Gelb, Grün, Blau und Schwarz. Und immer Zahlen von 1 bis 13. Wobei die Grafiken schon ziemlich cool sind. Also man kann einiges als Spielefreak entdecken. Zum Beispiel die Schläger, nehmen wir doch mal gleich das Schläger von Catan auf der 1. Das ist ganz witzig. Eine Runde sieht so aus, dass ich alle Karten mische. Und die oberste ziehe ich, nehme jetzt mal einfach irgendeine aus der Mitte. Und die sagt mir in der linken unteren Ecke an, diese 2, dass die mittlere Auslage auf 2 Karten ergänzt wird. Das heißt, ich würde vom Stapel noch eine Karte dazulegen. Und diese 6 sagt einfach, dass jeder Spieler in dieser Runde 6 Karten auf die Hand bekommt, mit denen er diese Runde spielt. Können wir mal kurz machen. Genau. Werden wahrscheinlich jetzt nicht sehr gut gemischt sein. Ich habe gerade auf der Rückseite gesehen hier die Striche. Also es ist ja so wie so ein Bardeckel gemacht mit den Strichen. Das ist, finde ich, sehr, sehr nett. Deshalb muss ich auch gerne meine Kamera zeigen. Haben einige Spieler heute schon gesagt, da hat jemand drauf rumgekritzelt. Das ist bei allen so, das ist okay, das darf. Genau. Ich schaue mir halt meine Karten an und überlege, Mensch, wie viele Stiche gedenke ich denn diese Runde zu machen? Mhm. Jeder Spieler hat solche Stichvorhersagekarten. Und mit denen habe ich verdeckt auf der Hand, lege ich einfach verdeckt hin und sage, ich werde 3 Stiche machen. Das macht jeder Spieler und deckt sie dann einfach auf, um zu zeigen, wer macht wie viele Stiche. Ich mache auch 3. Da du grün bist und ich lila, hat jeder so ein Wettchip. Wenn wir jetzt mit mehreren Spielern spielen würden, könnte ich sagen, von wem glaube ich am ehesten, dass er seine Vorhersage nicht schafft. Also wenn Krona sitzen würde, würde ich sicherlich sagen, nee, das ist keine Chance, das werde ich schon zu verhindern wissen. Genau, in der vierten Phase werden dann die eigentlichen Stiche gemacht. Das heißt, es liegen ja in dem Fall 2 Karten in der Mitte aus und ich kann Karten von meiner Hand dazu spielen, die ich mit denen zusammen in der Mitte nutzen kann, um typische Poker-Kombinationen zu bilden.
Also könnte ich jetzt, das ist natürlich nicht ganz so prickelnd, was aus der Mitte zu nutzen, aber ich könnte ohne Probleme zwei Dreien spielen und hätte jetzt ein paar Dreier. Mhm. Und du müsstest jetzt, um den Stich aktiv zu bekommen, irgendwas Höheres spielen. Du könntest zwei Sechsen dazu spielen oder eine Sechs würde schon reichen, weil das dann mit dem Sechs in der Mitte ein Sechserpärchen wäre. Ja, dann mache ich das mal. Das ja. Klingt doch gut. Dann ist das jetzt, wenn wir zu zweit spielen, einfach dein Stich. Du sammelst den bei dir ein und spielst einfach die neuen Karten aus. Und hier hat man schon gesehen, dass es in diesem Stichspiel sein kann, dass Spieler unterschiedlich viele Karten legen. Ich bin jetzt schon zwei losgeworden, du nur eine. Das heißt, es kann am Ende des Spiels sogar sein, dass du als Einziger noch Karten hast. Das heißt, könnte ich jetzt auch einfach nur mal eine 4 spielen, das wäre jetzt, um nur eine Karte zu spielen und dann so ein bisschen auf die Kartenvielzahl zu hoffen. Das wäre jetzt in der Übersicht einfach diese High Card 4 und ich überlege mir, ob ich den Stich möchte oder nicht. Ja. Ich könnte auch eine 4 spielen, weil ich den Stich vielleicht nicht möchte, weil die erste 4 in dem Fall den Stich macht. Also hättest du den auch noch. Mhm. Du hast 3 angesagt, vielleicht will ich ja, dass du gar nicht deine dass ich zu viele mache. Vorhersage erreichst. Genau. Ja, dann spiele ich jetzt mal eine 5, in der Hoffnung, irgendwie abgeben zu können. Wie viel habe ich gesagt? 3. Na gut, dann nehme ich den einfach mal mit. Und so würde man halt die Runde komplett zu Ende spielen. Würde ich jetzt ein paar Zweier spielen. Ja, und ich würde irgendwie eine spielen, weil ich da dann hättest du alleine Karten auf der Hand. Das wäre dein. Damit müsste ich die letzten beiden Stiche... Ja. Genau, du würdest 2 Stiche machen, hättest genau deine 3 geschafft, ich nicht. Wie sind jetzt die Punkte? Ich hatte 3 angesagt, habe aber nur 2 Stiche bekommen. Mhm. Ich kriege für die 2 Stiche jeweils 10 Punkte, aber keine Bonuspunkte, die auf der Karte unten gestanden hätten, diese 30. Mhm. Du hast 3 Stiche gemacht und kriegst 30 Bonuspunkte, weil du es auch geschafft hast, diese 3 Stiche, die du vorher angesagt hast, zu machen. Und wenn wir jetzt noch die Chips auswerten würden, wenn ich meinen Chip irgendwo an jemanden gelegt habe, der seine Vorhersage nicht schafft, kriege ich nochmal 20 Punkte dazu. Okay. Das wird in diesem schönen Bogen eingetragen und man markiert in diesem Kreis mit einem kleinen Kreuzchen, wenn man seine Vorhersage genau trifft. Denn es gibt noch 2 coole Sonderregeln bei dem Spiel. Zum einen, wenn ich es schaffe, in einer Runde 3 Stiche in Folge zu machen, habe ich eine sogenannte Keilerei ausgelöst. Das hättest du am Ende fast geschafft. Not Alone und Half-Pint Heroes, beide 2-7 Spieler, beide 30 Minuten. Genau. Wie sieht es denn bei beiden mit dem Zeitpunkt aus, ab dem man es bekommen kann? Bei beiden Spielen sollte es in Essen soweit sein, dass die Leute das bekommen können. Ja, also ich glaube, bei Half-Pint Heroes war ein bisschen eher angepeilt, aber da gibt es ein paar Probleme mit den Chips, aber wir hoffen, dass es zu essen... Plus minus ein bisschen. Genau. Und was soll es jeweils kosten? Half-Pint Heroes kostet um die 20 Euro. Und die Not Alone Erweiterung soll 17 werden als UVP. Sehr schön. Wird es die Spielmatte für Half-Pint Heroes geben? Genau, wird es eine Spielmatte für Half-Pint Heroes geben? Ich glaube, in der Funding-Kampagne gab es eine Spielmatte. Ob es die einzeln geben wird, kann ich gar nicht so genau sagen. Okay. Wie sieht es mit Viral aus? Habt ihr dazu Informationen? Viral habe ich keine Informationen hier, weil wir es nicht auf der Messe mit haben. Nein, kann ich nichts sagen. Gut. Dann bauen wir noch mal ganz kurz um und gleich geht's weiter mit den Game Doctors, wenn ich mich nicht irre.